Also eine Klamotte für ein Video zu finden, das ist sehr tricky. Die passt, die bequem ist, die auch ins Konzept passt. Deswegen bin ich jetzt schon noch ziemlich nervös. Diese Gleichung hat eine unbekannte X, nennen wir sie Dani. Ich finde das so scheiße. Ach, so scheiße finde ich das gar nicht. Das ist so was Japanisches irgendwie. Irgendwie siehst du aus wie so eine halb angezogene Geisha. Ich sehe aus wie dickes, aufgeschwemmtes, benutztes Tampon. Ich sehe das rot, das macht auch Zellulite. Ich weiß nicht warum, aber rot sieht an mir richtig schlimm aus. Ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, ich bin einfach kein Rotmensch. Rot ist für mich der Tod. Schatz, ich bin nicht sicher, ob das so gehört. Zeig mal. Das ist so falsch rum, oder? Kommt das falsch rum an? Gehört es nach hinten? Mama, das ist falsch rum. Das gehört doch bestimmt andersrum. Nee, natürlich. Das ist falsch. Könnt ihr kein Video drehen? Außer für Snoop Dogg? Das ist falsch rum. Schatz, zieh es bitte richtig rum an. Aber das Kleid wird mir sehr gut gefallen. Sehe ich jetzt schon. When the pimp's in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Würde sagen, das ist mein Favorit. Jetzt nicht für das Video, aber das sieht mega aus, das Kleid. Ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Ich finde es so langweilig. Nee. So besuche ich die Schwiegereltern. Oder hol Sophia von der Schule ab. So normale Sachen, die sind immer irgendwo moderner. Das sieht irgendwie cooler aus, die Farben sind schöner. Da ist ein bisschen Glitzer dran und ein bisschen Nieten und ein bisschen schön und ein bisschen Tussi. Und das ist halt so ein bisschen meins. Warst du brav? Ach du großer Gott, lass mich ab. Hilfe! Ja, das ist echt so. Na, Domina-Studio würde ich nicht sagen. Umdrehen. Das ist viel zu traurig, Schatz. Traurig? Ja, da kriege ich ja Tränen in die Augen, wenn ich das Kleid sehe. Ja, warte mal, wenn ich mit dir fertig bin. Es sieht wirklich aus. Es sieht wirklich aus wie das Mädchen von der Addams Family. Wie heißt die? Wednesday? Quatsch, hieß die nicht Britney Spears? Oh Mann. Oh Gott. Nein, das ist nichts, Schatz. Zieh es bitte wieder aus. Das Outfit war wirklich nicht mein Style zum Ersten. Zweitens mache ich mir jetzt so langsam Gedanken über die sexuellen Fantasien meiner Frau. Schatz, war das jetzt ernst gemeint oder war das jetzt Spaß? Ja, du sollst dich wirklich hinsetzen. Ich hab noch was. Hinsetzen. Wow. Das kann was, das Kleid. Top. Ich finde, das macht so einen guten Arsch. Also besser, als er wirklich ist. Doch, gefällt mir echt super. Tolles Kleid. Mit dem pinken Kleid bin ich 100% zufrieden. Nice. Gut aus. Top. Schön aus. Bongola. Bongo cha cha cha. Also das Outfit fand ich auch sehr gut, Schatz. Und das mag Dani wetten? Da fühlst du dich richtig wohl, ne? Das ist so dein Ding. Ich wusste, dass du jetzt lächelst, wenn du hier rauskommst. Das wusste ich. Boah, so ein Jogger ist wie so eine Ganzkörper-Kuschelsocke. Das ist so geil einfach. Das ist so, oh. Das könnte ich anfangen zu sabbern. Da kriege ich Gänsehaut, ehrlich. So ein richtig geilen Jogginganzug. Das ist daheim, das ist gemütlich, das ist weich, da zwickt nichts, da nervt nichts, das ist kuschelig. Man ist immer angezogen, zwar scheiße, aber es ist so, man ist so. Weißt, das ist wie Mutterleib. Ich weiß nicht, wie ich sag, es geht so scheiße. So ein ganz gemütlicher Uterus. So ein ganz so wie Mutterleib, so geborgen. Und es ist so warm und es riecht so gut nach einem selbst. Ich rieche mich ja voll gern. Ich liebe ja meinen Geruch. Und auch wenn ich jetzt, das ist so das Geilste am Heimkommen. BH aus, Jogger an und sich selber riechen. Man soll sich selber ja auch lieben, ne? Ach, du großer Gott. Das alles. Welches Outfit ich jetzt genau anziehe, das entscheide ich dann morgen spontan. Mein Geduldsfaden war zwischendurch schon nahe am Reißen, aber jetzt bin ich wirklich erleichtert und ich bin sicher,
dass das morgen mega geil wird. Da ist er, der bestimmt mega geil werdende Tag des Videodrehs, an dem Lukas bestimmt noch am Rad dreht wegen der liebreizenden Gattin. Aber Moment, hier fehlt doch jemand. An dem Tag war Sophia hier im Hotel mit einer sehr, sehr guten Freundin von uns. Und wir können uns richtig fokussieren und ein super Video drehen. Lukas formuliert es sicherheitshalber noch mal sehr deutlich. Heute darf gar nichts schiefgehen. Das ist mir mega wichtig. Heute ist ein Videodreh von einem Song, den wir gemeinsam singen. Ein Song von meinem Album. Das heißt, es steht mein Name drauf. Ich bin auch verantwortlich dafür, dass das top wird. Daniela, hast du brav die Öhrchen gespitzt oder auf Durchzug gestellt? Hier geht es ja um die berufliche Zukunft von Lukas. Ne? Das ist ja jetzt so ohne seinen Papa, im Alleingang. Und der ist da schon sehr nervös. Also ich merke, dass er sehr angespannt ist. Der schläft scheiße, der trainiert sehr hart, der nimmt es sehr ernst. Der hat sich auch vorbereitet, wochenlang hat er schon die Outfits gerichtet und gebügelt. Und der nimmt es sehr, sehr ernst. Und für Lukas ist es auch sehr wichtig. Deshalb unterstützt ihn niemand geringerer als Star-Produzent Christian Geller. Hey. Na? Und, alles gut? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Hallo. Das ist Franz. Franz macht heute Regie. Ah, Christian, grüß dich. Hey. Ich habe eins gelernt. Wenn das Video gut ist, dann hat der Song es auch leichter, ein Hit zu werden. Insofern habe ich wirklich hohe Erwartungen. Aber deswegen bin ich auch heute hier, um das eben alles so zu bekommen, dass das alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Weil es natürlich auch das erste Video ist, was wir gemeinsam machen. Das stimmt, ja. Für mein erstes Album. Also Stresslevel ganz oben. Ja, Lukas, beruhig mich mal ein bisschen. Habt ihr einen guten Kameramann? Wir haben den besten Kameramann. Wirklich? Der guckt doch immer, dass die an ist, gell? Nein, nein, ernsthaft, wirklich. Ich guck danach. Okay. Ich gebe ihm einen Schubser. Und es ist mir wirklich schon mal passiert bei dem Interview. Da habe ich 2 Stunden ein Interview gemacht. Und irgendwann sagt die Kamerafrau, sorry, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ach, das ist doch Quatsch. Dann nehmen wir eine Maske und dann geht's auch gleich mal los. Cool. Lukas stand schon unzählige Male auf der Bühne, aber immer zusammen mit seinem geliebten Papa Costa Cordalis. Ich habe zwar die Wurzeln, aber ich muss jetzt auf diesen Wurzeln gemeinsam mit meinem Dad aufbauen. Und als er so in seinen letzten Stunden mit mir noch geredet hat, hat er immer gesagt, ich will, dass es weitergeht. Und deswegen ist die Verantwortung natürlich bei mir groß, dass es auch wirklich funktioniert und klappt. Am 2. Juli 2019 verstarb der mega erfolgreiche Schlagersänger. Ich nehme das schon ernst. Ich nehme es aber auch ernst, weil der Lukas das sehr ernst nimmt. Für den ist es halt ein Riesending. Lukas versprach seinem Vater auf dem Sterbebett, dass er das fortführt, was die beiden begannen. Jetzt bin ich schon im Tunnel, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil jetzt bin ich total fokussiert. Ich weiß, jetzt geht's gleich los. Das Licht ist jetzt eingerichtet. Das heißt, jetzt geht's nur noch um Sekunden und dann kommt's drauf an. Dann liegt alles in meiner Hand. Wird schon schiefgehen, ganz bestimmt. Lukas lernte schließlich vom Besten der Besten, Schlager-Ikone Costa. Ich weiß natürlich in der Situation auch, dass mein Vater mega, mega stolz auf mich ist. Dass der oben auf seiner Wolke sitzt, runterschaut und denkt, gib Gas, mein Junge, das wird was. Okay, dann erste Runde. Musik bitte ab, viel Spaß. Wenn ich dich sehe, dann geht meine Sonne auf, auch wenn ich weiß, was du im Bad lang brauchst. Bist Chaos pur und das an jedem Tag. Doch unterm Strich gibt's nichts, was ich mehr mag. Für mich ist halt auch mal so ein Riesenproblem, wenn der Lukas vorlegt, weil der ist halt auch so ein Mega-Profi. Der macht es schon seit ein Kind ist, der weiß, wie er sich bewegen muss. Der schüchtert mich komplett ein. Ich fühle mich immer wie so ein Bauerntrampel aus der Pfalz, so wie die Walz aus der Pfalz. Jawohl, sehr gut. Sehr gut, danke schön. Also ich fand's geil, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, die anderen sind auch ziemlich zufrieden. Das war jetzt so der erste Take. Ich weiß, man wärmt sich so ein bisschen auf. Das wird immer besser und besser. Ja, ich gebe schon alles, Leute. Sehr gut, sehr, sehr gut. Richtig gut. Man merkt natürlich total, dass Lukas ein absoluter Vollprofi ist. Der macht das nicht erst seit gestern. Das hat meine Erwartungen ehrlich gesagt schon übertroffen. Nun, um ehrlich zu sein, wen wundert's? Ist nur die Frage, ob die chaotische Gattin gleich genauso abliefert.
Sehr gut, danke. Du hast kurz Pause, Lukas. Coole erste Runde. Das magische Wort. Jetzt kommt Dani dazu. Da freue ich mich natürlich dann richtig drauf. Das wird schön. Dem aufmerksamen Zuschauer dürfte auffallen, dass Dani einen knallbonbonfarbenen Dress trägt. Das macht Spaß, Schatz. Hab überhaupt keine Angst. Mach so einfach, wie du es immer machst. Tanze mit den Augen. Sexy Look. Alles andere ist easy. Es gibt so drei Sachen, die man nicht haben will, wenn man einen ganz wichtigen Termin hat. Und eins davon oder alle drei haben Frauen immer. Pickel, Periode, Blähungen. So, oder alles drei zusammen. Und ich hatte alles drei. Ich hatte einen Pickel, Periode und Blähungen. Aha, könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? Ey, bei mir ist es aber auch ganz schlimm ausgeprägt. Wenn ich meine Tage habe, ich bin wie von so einem Dämon besessen. So einem verfressenen, furzenden Dämon. Vier Tage, das ist die Hölle. Ich muss das ja ganz natürlich durchstehen und ertragen. Und der Lukas halt auch. Am Schluss sind die Leidtragenden meistens die Männer. Die kriegen halt einen auf den Deckel, wenn man ein falsches Wort sagt. Ich leide da auch wirklich wie ein Hund. Ich habe einen ganz pissigen Unterleib. Er hasst mich dann auch und ich hasse den. Und wir haben dann auch vier Tage lang nur Stress. Die einen leiden still und heimlich, die anderen nicht. Bei mir weiß das immer jeder. Wenn ich meine Tage habe, wer weiß, wisst es ihr als Kameratante, Ricardo weiß das, der Lukas weiß das, Hotelpersonal weiß Bescheid. Die wissen immer alle, was los ist. Weil es ist auch so ein bisschen so eine Vorausentschuldigung. Weil wenn dann irgendwas, wenn ich dann pissig bin, dann wissen die, ah ja gut, die hat ihre Tage. Man hat immer so ein bisschen so eine Entschuldigung. Wie so ein Welpenschutz, so ein Periodenschutz. Die Chefin ist da, wir können anfangen. So, ich geh mal dann rein. Stellt euch gerne mal rein. Wir gucken mal, ob dieses Gelb zu euch passt. Das funktioniert, ja. Gelb ist nicht das einzige Problem. Was, glaube ich, niemand so richtig weiß, ich hasse es, wenn mir jemand dabei zuguckt, wenn ich so perform. Oder wenn ich so Pose form auf dem roten Teppich und jemand guckt mir so dabei zu. Weil du machst ja immer so. Die Kette sieht immer so bescheuert. Ich hasse das. Ich habe schon Referat in der Schule gehasst. Ja, ich sehe halt immer aus wie eine Tonne neben Lukas. Ich würde ihn auch gern ein bisschen fetter füttern, aber. Schatz, du siehst fabelhaft. Nein, ich sehe immer aus wie so ein Fettbau. Aber jetzt guck da nicht dauernd hin, das stimmt nicht. So, jetzt fang mal an da. Los. Ich habe eine brutale Periodenblähbauchplauze. Und bei mir ist es halt, das ist auch keine Ausrede für irgendwas. Ich habe so eine Wampe. Ich sehe wirklich aus wie im vierten, fünften Monat schwanger. Und ich kann das auch nicht einziehen. Der ist halt auch steinhart. Man muss halt so konzentriert sein, die ganze Zeit, weil man weiß, so viele Leute gucken, die halt auch einen Arsch voll Geld dafür bezahlen. Man darf es sich nicht erlauben zu verkacken. Daniela ist Vollprofi durch und durch. Meistens. Wenn ihr morgens mit der Kamera vor meiner Haustür steht, dann darf ich scheiße aussehen. Dann darf ich auch mal keinen Bock auf euch haben oder, keine Ahnung, euch rausschmeißen, wenn es mir reicht. Habe ich auch schon oft gemacht. Aber bei einem Videodreh, da muss man halt on point abliefern.